Grüß euch zusammen, willkommen zur nächsten Folge. Wir sind auf Blizzard Prime am Start und wir ziehen hier ist die Kamera, 100% durch. Freunde, schön, dass ihr am Start seid. Heute mal wieder ohne Bart. Mal schauen, wie lang das hält. Wir sind am Start, hier, mit Rivet und Clank. Warte mal da vorne. Dieser Kristall ist eine Substanz namens Blizzard. Hau mal mit dem Hammer, wir müssen Phasenquarz finden. Aber ich weiß nicht, wie es das überlebt haben könnte. Also wir haben hier etwas verringerte Schwerkraft. Sehr nice hier. Macht. So, wir hauen hier mal drauf. Blizzard scheint Energie aus den Dimensionsspalten gespeichert zu haben. Wow. Noch eine Dimension. Ist das dein Blizzard? Nein, aber hier können wir intaktes Phasenquarz finden. Suchen wir die Bergleute. Verpiss dich. So. Anlage abgelegt. Das heißt nichts Gutes. Kümmern wir uns zuerst um die giftigen Krabben. Giftige Krabben, okay, alles klar. Die sind aber schon down. Gute Arbeit. Was war das? Seismische Aktivität. Vielleicht aufgrund der bröckelnden Barrieren zwischen den Dimensionen. Ich habe befürchtet, dass du das sagst. Ah ja, danke für die Info. Oha. Wir müssen auf die andere Seite dieses Fensters, um die Abriegelung aufzuheben. Noch so ein Dimensionsding? Ja, die Instabilität nimmt zu. Bestimmt steht hier deshalb alles still. Okay, Leute, ich quatsch gerade nicht so viel, weil halt, Ratchet und, Ratchet, Rivet und Clank bisschen miteinander reden. Ja, wir nehmen den Warhund. Alright, let's go. Warte mal, willst du mal sagen? Nimm mal ein bisschen Executioner. Hau mal wieder auf das Ding drauf. Genug bestraft. Du dämliches Universum. Kein Job, kein Phasenquarz, kein Planet. Was willst du noch, hä? Mein Verstand? Gut, von mir aus. Falls es hilft, ich habe entdeckt, dass es noch eine Dimension mit einem intakten Blizzard gibt. Noch intakt? Woher willst du? Natürlich, das Blizzard. Wenn der Planet noch nicht zerstört wurde. Alles klar, vielen Dank für den Auftritt, Digga. Wer war das? Weißt du, wovon sie geredet hat? Sie muss überlebt haben, was immer hier geschehen ist. Okay, wir brauchen noch ein Blizzard-Kristall. Alright. Okay, weiter geht's. Die beiden hören wieder mit dem Quatschen auf. Ich kann wieder reden. Yay. So, also wir kämpfen uns hier durch. Warte mal, hier, diese... Ist er? Ja, genau. Und immer schön, Bolts waren das ja. Da kann man übrigens, wenn man die Golden Bolts findet, kann man die Optik von den Dingern verändern. Und dann wären es Rubine aller Zelda-Style. Find die actually nice. So, wir müssen hier schauen, dass wir da irgendwie rüberkommen. Ah, das ist gar kein Thema. Okay, Digga. Shut up. Hast du schon, oder? Wow, 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 wow. Jetzt mal hier nicht diesen. Jetzt down, oder? Geschafft. Und wie kriegen wir jetzt das Phasenquarz? Wir sollten mit einem Arbeiter oder Ingenieur in der intakten Dimension sprechen. Ich finde ich. Sie müssen wissen. Sie sendet für jeden, der vielleicht zuhört. Das können wir rausfinden, wenn wir das Phasenquarz haben. Doch, wir sind wieder zurück. Und gleich hier findet ihr den Crackerbär. Und zwar, ihr geht hier, ihr habt ihr gesehen, Blizzard haben wir draufgehauen. Und dann geht ihr direkt hierher. Wir sind eingesperrt. Crackerbär gefunden. Wir sind gar nicht eingesperrt. Hör mal nicht rum, Oma. Find mal schon Lösung hier. So. Das Computer, da gehen wir gleich mal ran. So geil über den Controller kommen auch so Sounds raus. Geschafft. Abriegelung aufgehoben. Vielen Dank. Und noch einen sicheren. So, wenn wir mal die Elektroknarre hier mal Waffen ein bisschen aufleveln. Parallel, wenn wir hier schon auf 100% machen. So, verpiss dich. Ich sagen, wo sind denn die Viecher süß? Ah!
Stirb, Junge! Alter, ihr seid es ja nicht mal wert. Ich hau auf die Barb, Digga. Okay, wir gehen mal hier weiter. Da oben habt ihr eine Golden Boat. Ich laber jetzt einfach mal über die Typen drüber, weil die quatschen um den Weg, Digga. Ticket! Okay. Die Golden Boat kommt hier ganz easy ran. Hier rumgehen. Dann einmal zack, zack. Und dann einmal hier hoch. Wie das glänzt. Sehr nice. That's number 11 of 25. So, weiter geht's. Freunde, Freunde. So, wir gehen wieder den Weg zurück, wo vorhin diese kleinen Viecher gekommen sind. Keine Ahnung, wie die heißen. Vergessen, wie man die nennt. Die halt hier, ne? Diese Viecher da. Pisst euch! Schön. So, very nice. Oh, it's action time. Wer will's wissen? Es sind wieder die Quantenphysiker am Start hier. Ja, noch mehr Halsabschneider? Absolute Elite-Abteilung. Halsabbiker, Digga. Bester Name. Okay, also die Waffe, die gibt mir viel her. Party Pilz time. Oh yeah. Ja, genau, Digga. Nimm das! Als Abschneider-Gang. Ja, einfach blind rein. Ja, Held, Alter. Die Halsabbiker sind vielleicht gut, aber wir sind noch besser. Wo waren denn die gut? Richtige Schmutztruppe war das. So. Reingesplashed ohne Ende. Nix, nicht wirklich was getroffen. Sprayed wollte ich eigentlich sagen, nicht splashed. So, wir fahren hier runter. Wir kommen nämlich dann gleich hier so an den Hauptort, Mittelpunkt dieses Planeten. Ich kann auch sagen, auch so viel zu sammeln gibt es hier gar nicht. Ein Spyboard, drei Golden Bowls und zwei Rüstungsteile. Irgendwie abbauen. Vielleicht mit dem Riesenbohrer. Suchen wir jemanden, der uns hinführen kann. Okay, ja komm, ich muss jetzt hier nicht ewig warten, oder? Danke. Hier ein bisschen Raritanium, Leute, um eure Waffen abzugraden. Hui. Ist die mit dem Schmutz? Ah, die Bergbauzentrale. Vielleicht weiß hier jemand, wie wir zum Bohrer kommen. Die Chefingenieurin müsste hier ihre Messstation haben. Du weißt aber auch wirklich alles, ha? In der Tat. Zum Beispiel verbringt ein Bergarbeiter 72% seines Lebens unter Tage. Wow, echt jetzt? Nein, aber bevor du anfängst, dich mit mir zu langweilen? Man kann sagen, klingt super erfunden. So, wir machen gleich mal das nächste. Genauso verwirrt wie wir. Wir gehen ein Rüstungsteil holen. Nichts für ungut, aber wir brauchen den Bohrer. Beeilen wir uns, was dem Blizzard meiner Dimension zugestoßen ist, könnte auch hier passieren. Stirbt, ihr Opfer! Also, wir holen uns das nächste Collectible. Ist ein Rüstungsteil hier. Dimensionsfalten. Wisst ihr Bescheid? So. Da drüben habe ich doch Raritanium gesehen. Was haben wir da? Das sieht auch gut aus. Nehmen wir auch mit. Kohle, Munition ist immer gut. Wenn ich aber drauf schieße, bringt mir aber nichts, oder? Weiter geht's. My friends, weiter geht's. So. Hier müssen wir wieder nach hoch. Ja.
jetzt? Ach, da. Schön. Mal wieder rüber. Da drüben habt ihr eine Golden Boat, von wegen Rüstungsteil. Ich laber schon wieder einen Scheiß, Digga. Weiteren Goldbold erhalten. Goldbold. bester Mann, Digga. Also, hab Scheiße gelabert, noch kein Rüstungsteil hier. Ist eine Golden Boat und that's 2 of 3. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, hier gibt's sowas wie eine optionale Quest. Den nehmen wir bei der Tante hier an. Wenn du da hingehst, könntest du nach Köchin Tullio suchen? Sie sollte vor einer Stunde mit den Zutaten zurück sein. Könnte was passiert sein. Klar, ich halte die Augen offen. Alles klar, Digga. Und die Köchin rennt hier rum. Diese Bergarbeiter hatten einen harten Tag und wir werden uns für sie ins Zeug legen. So. Ich empfange eine Funkübertragung. Da, mit dem Fell und den Ohren. Hast du Lust, das nächste Jahrhundertgericht unserer Galaxie mit zuzubereiten? Sag nicht. Moment. Die Frage war rhetorisch. Komm einfach rauf zum Kristallgrad und wir können los. So, die schweben gar nicht. Sei ich euch. Nehme ich an. Sie klingt unverletzt. Weshalb ist sie wohl nicht zu den Bergarbeitern zurückgekehrt? So, Digga, das war richtiger Otto Much. Hätte ich ein bisschen früher losgehen müssen. Wir können es hier anschalten, sorry, ist verpeilt. Sehr schick. Da ist mir hier alles kaputt hauen. Sorry für den kurzen Death, aber gehört auch mit dazu. Wow. Hallo? So, dann einmal hier rüber, darüber und darüber. Da hinten seht ihr vielleicht das Rüstungsteil schon im Hintergrund. So, that is a good day. Was war's, welches Biest? Torso, auf jeden Fall galaktischer Schutzdruck. So, kommen wir wieder zurück. Bam. So, we're back. So, jetzt können wir das Thema mit der Köchin da mal angehen. Ist dich. Aritanium ist auch da. Was war das? Weird. Wow. So, Aritanium. Digga. So, machen wir weiter mit Electric aufleveln. Durch diese Höhle kommen wir ziemlich sicher zum Kristallgrat. Ziemlich sicher, okay. Hey, what the fuck was that? Jetzt aber Feierabend hier. So, hier liegen ja auf dem Skelette rum. So, einmal hier drauf smacken. Kommen nämlich gleich zum nächsten Collectible, zeige ich euch. Wir gehen einmal hier rüber wieder. Boah, sehr schön. Im Namen unseres ehrenwerten Imperators. So, geht drauf, ihr zwei. Jawohl. Keine Ahnung, hätte ich jetzt nicht machen brauchen, ne? So kommen wir halt dahin. Die narischen Künste rufen dich ebenfalls. In der Nähe sollten Grubenspringer sein, mit denen du hier raufkommst. Ja, ja, ja. So, ihr geht hier nämlich hier hoch, das ist ganz wichtig, und haut hier drauf, das ist nicht der normale Weg. Sondern ihr kommt jetzt hier wieder in die Dimensionsfalle und that's number 3 of 3. Passt doch. Sind wir schon mehr als die Hälfte. Hier seht ihr es nochmal, alle drei Golden Bowls.
Brauchen wir eigentlich nur noch einen Spybot und den das eine Rüstungsteil. Ansonsten haben wir dann alles. So, wir gehen schon weiter hier lang. Schiffler plündern, das ist sehr gut. Kreativ sein, wenn ich leide. Okay. Für mein bisher größtes Werk muss ich den sirangianischen Honig unter uns ernten. Mit diesem Vakusaug. Was für ein Honig? Hat meine volle Aufmerksamkeit. Und jemand muss mich beschützen vor all den ja klar. Kulinarischen Banausen. Wenn du in die Geschichte der Kulinarik eingehen willst, dann starte die Extraktionssequenz mit dieser Hammerkurbel. Und alright. Was soll es geben? Ich habe in ich spüre es. So, let's go, Leute. Machen wir mal das Ganze. Ach, was muss ich eigentlich machen? Muss ich drehen oder muss ich drücken? Keine Ahnung, Digga. Okay, wir drehen mal. Mit dem linken Stick drehen scheint das Rätsel die Lösung zu sein. Okay. Ha, da kommen sie. Von links. Drück den Knopf an dieser Seite, um die Falle zu aktivieren. Alles klar, machen wir gleich mal. Hier könnt ihr über das Rift so machen und dann brennt es hier halt. Ihr müsst halt da Wave für Wave platt machen. Also ihr müsst nicht alles ballern, so viel zum Thema. So, jetzt haben wir es rechts gemacht. Die Viecher kriegen auf den Deckel. Sie dürfen schließlich nicht überhitzen. Ups. Ups. War eigentlich echt unbeabsichtigt, ich schwör's. Sagen, der Appetizer. Jetzt wird es Zeit für den Hauptgang. Na dann, lass mal krachen. Das werden halt immer stärkere Waves, ne? Es geht los. Beschütze mich, während ich nach meiner Inspiration suche. Also wie ihr seht, relativ easy, immer schön auf die Dinge porten. Dann gehen die Viecher eigentlich fast von selbst drauf. Vergesst nicht auch so ein bisschen eure Bowls einzusammeln, ansonsten macht ihr den Scheiß hier ein bisschen umsonst. So, also hier schon rumgehen. Doch welches Getränk passt da? Bier. Ich brauche mehr Inspiration, mehr Honig. Denk nur an die hungrigen Arbeiter, Rivet. Tu's für sie. Ach, ich liebe den Executioner einfach. Wir kommen zumindest noch. Nein! Der Honig fängt an zu gerinnen. Der Vakusaug darf nicht noch mehr schaden. Ja, Oma, ich bin doch schon dabei, Digga. Entspann dich mal. Ich hab jetzt mal einen Hit drauf gekriegt. Magma-Med. Aber diese Bergarbeiter verdienen auch ein Dessert. Das heißt, wir müssen noch ein letztes Mal leiden.
Möge die letzte Extraktion beginnen! Digga, beste Leben! Okay, die Falle ist noch nicht ready, aber das ist gar kein Problem. Wir schmeißen ein bisschen Granaten. Jawohl, Granatmeister ist da. Oma, es hat 97% das Ding. Chill dein Leben. Alter, das war mal ein richtig nice Granat. Bam, Junge! That it? Oh, why? Schauen wir nicht. Eureka! Als Dessert. Ihr seht, nicht zu schwer. Fantasie endlich wieder erwacht. Dieser Honigfestschmaus wird ein Meisterwerk. Welches Leiden? Du hast gar nichts gemacht. Vielen Amen. Dank für deine Hilfe. Vielleicht bist du nun inspiriert, selbst Kunst zu erschaffen. Was für eine Kunst, Digga. Alright. Ich bin froh, dass die Bergleute endlich was zu essen. Das war euer Spybot. Wie komme ich jetzt zurück? Mit dem Security-Taxi sollte es klappen. So, and let's go back. Was so viel heißt, wir brauchen eigentlich noch ein Rüstungsteil, Freunde. Und das zeige ich euch aber auch noch, wo das ist. Ding dong. Jetzt erstmal weiter mit Story in dem Level. Servus. Was kann ich? Habe ich genug Kohle? Lass mich mal kurz. Hallo. Nee, Kohle habe ich auf jeden Fall nicht genug. Aber Upgrades, Digga. Digga! Also wir können hier die Granaten... Leute, sorry, ich muss das schnell machen. Aber desto easier ist dann die Fights, ne? Vergebt mir, wenn ihr euch jetzt hier blöde Upgrades reinziehen müsst. So, Executor, wie ihr wisst, ist eine meiner Lieblingswaffen. Genau, Digga, lauf durchs Bild. Kennt ihn? Sweetie. Aber wir haben ja auch ein bisschen was zum Freischalten. Digga, komm, mach jetzt nicht diesen. Sehr schön. Ja, lauf nochmal durchs Bild. Alles cool, Digga. Aber die Aufrüstung hast du doch schon. Also, wie es aussieht, hau ich alles in Execution, aber dann kannst du halt auch richtig gut rasieren. 100%. Da ja, Mr. Partypilz auch immer. Wichtiger Ehrenmann. Ist eigentlich auch schon Level 5? Ne, der Stufe 4, okay. Maximallevel bei den Waffen im Moment ist Level 5, ne? Also, dass ihr das auch mal gehört habt. Tada! Jetzt habe ich noch eins, oder was? 84%. Mehr geht noch nicht. Okay. Ah ja, ist ja aus Stufe 4, Digga. Schmetterdetonation. Es sieht gut aus. Den Rest machen wir hier. Sehr schön. So, Leute, ist schon wieder rum. Gut, dass das schnell geht. Hier ist alles viel farbenfroher dekoriert als in meiner Dimension. Bolts, konzentrier dich. Oh, das tut mir leid. Das tut mir leid. Mit diesem Sicherheitsaufzug gelangt ihr dorthin. Alles klar, danke. Danke. Sieht aus, als würde sich der Dimensionsschaden verschlimmern. Es ist irgendwie hübsch. Auf tödliche, furchtbare Weise. Hä? Also manchmal, ne? Die Alte ganz schön auf Droge. Alright. Das muss die Chefingenieurin sein. Hallo? Kannst du das hören? Nein. Stimmen. Ich höre sie zwar noch nicht lange, aber wo das Lila ist,
sind auch sie. Erst die Beben und das Blison, jetzt das. Ich höre gar nichts. Außer wie jemand fragt, ob ihr bald nach Phasenquarz bohrt. Nicht bevor ich weiß, was vor sich geht. Es könnte sein, dass es in der ganzen Förderstätte spukt. Was? Dann sollen meine Wissenschaftsbots das Lilas kennen. Und? Ich muss sie abholen. Sobald es sicher genug ist. Diese mysteriöse Stimme, Digga. Wozu warten? Ich suche die Bots und bringe sie sicher wieder hierher. Finde ich gut. Die Bots haben eine Nachricht aus deiner Dimension abgefangen. Vielleicht von der Person, die wir getroffen haben. Hoffentlich können wir so aufklären, was dort passiert ist und es hier verhindern. Auf geht's. Na dann, let's go. Warte mal kurz, Raritanio. Die Bots werden mit den Messstäben markierten Wegen gefolgt. Sie lauschen ganz sicher dem Lila. Die Häufigkeit und Stärke der Beben nehmen zu. Sicherheit geht vor. Nicht stolpern, ausrutschen oder Schlimmeres. Ein bisschen Electricity weiter. Okay, müssen wir ein bisschen aufleveln. Mit Erdbeben und Lava herumschlagen zu müssen? Ich hätte mich auch horten können, sehe ich gerade. Etwas overmotivated. Ach, Digga, genau in das Ding dazu. Okay, bin ich jetzt tot, oder? Genau in das Ding dazwischen gefallen, Bruder. Oh, was für ein ehrenloser Move. Die Bots und bringen sie sicher wieder hierher. Diese Bots haben eine Nachricht aus deiner Dimension abgefangen. Vielleicht von der Person, die wir getroffen haben. Hoffentlich können wir so aufklären, was dort passiert ist und es hier verhindern. Auf geht's. So, jetzt haben wir es nach Schulbuch gemacht. Hier, Level 2, 3, 9, 3 ist es. So, dann jumpen wir mal hier hoch, da hoch. Ja. Das Spiel ist auch ein bisschen weird heute. Aber wir werden es hinkriegen, bin ich mir sicher. Ganz sicher. So, dann haben wir den ersten Bot. Oder auch nicht. Wir befinden uns in höchster Gefahr. Mir nach. Alles klar, Digga. Okay. Bitte kommt. Oh, meine Güte. Oh nein. Oh, Digga, das ist hochgegangen, die Scheiße. What the hell? Werde ich jetzt? Stinkt, achso, Fell. Ich hab's akustisch nicht richtig verstanden. Oh, ich bin ja gar nicht eingeblendet, Digga. Was ist da los? Was ist denn los? Jetzt bin ich wieder da. Quatsch die ganze Zeit, ohne dass ich mich einblende. Ich bin wieder da. So. Das ist auf jeden Fall dieser Dude. Ach, scheiße, da wird irgendwie nichts draus von der Seite. Ba. Sparen. Yo! Ist da noch was oder war es das? Komm, wir joggen mal hier rüber. Apparently, there is still one left. Der da oder was? Ach, Digga, weißt du was? Scheiß drauf. Ich überhitze. Ich muss fliehen. Ich pinge sie an, damit sie zurückkommt. Sie hat wohl eine Audiodatei bekommen. Ich bereite sie auf. Weiter vorne ist ein altes Forschungslabor. Wie ich Jim kenne, ist er dort. Jim? Oh, klar. Noch ein Bot. Bin dran. Okay, meine Energie ist relativ low. Hast du schon, oder? So, das Ding nehmen wir mit. Dann wieder voll, also einigermaßen voll, halb voll. Bam, Junge! We keep going, we keep going. Wow, das war knapp. Nicht wirklich, aber okay. So. Sicher. Wir müssen aber hier lang. Gibt nichts, wir müssen nochmal diese Dimension wechseln. Ah.
This our energy. Jetzt sind wir wieder in einer anderen Dimension und jetzt dürfen wir auch da hinten durchkommen, wo es vorhin das Glas war. Vielleicht redet sie über die Sicherheitsprotokolle. Hallo? Wollen wir beste Freunde sein? Klar. Nein. Du solltest zurück zur Chefingenieurin. Abgehoben. Anfrage abgelehnt. Richtig. Trauerlaute. Zurück zur Chefingenieurin. Oh. Hör auf zu jammern, Jim. Hoffentlich hat er interdimensionale Nachrichten abgefangen und nicht nur neue Freunde gesucht. Oh. Das war wieder mal knapp. Ansonsten wäre ich wieder reingefallen wie so ein Dulli. Yeah. We're back. So, weiter geht's. Feindliche Entität. Hallo. Hallo. Das Feindliche? Okay. Ist wieder einer, der aufs Maul will, oder? Ah. Bam, Junge! What the hell? What hit me? Wow. Nana, null, die anderen, ach, was weiß ich. Kein cooler Spruch, Diggi. Okay. We change. Dem du begegnest, für Imperator Nefarius zu arbeiten? Fast jeder, dem ich begegne, arbeitet für Imperator Nefarius. Ah, gutes Argument. So, und wir gehen hier rüber. Eigentlich brauchen wir nur noch einen Bot und ein Rüstungsteil. Und sind mit dem Level eigentlich auch schon fast fertig. Bam, Junge! Ach Gott, mach Granatenspeisen Spaß in dem Spiel. Okay, ich sehe den Bot auf dieser Plattform da rechts. Hinter der kaputten Brücke. Irgendwie muss man doch rankommen. Ja, ja, ich weiß auch wie. Alles cool. Boah, das ist doch hier gewesen, oder? Bin ich da lost unterwegs? Nee, das ist schon richtig. So, erstmal hier rüber. Und das war richtig kacke. Wir warten kurz. So. Da hinten seht ihr das Rüstungsteil schon mal aus der Ferne. Da kommen wir aber nachher noch hin, zeige ich euch, wie wir da hinkommen. Alter, Digga, das war schon wieder knapp sein Urgroßvater, Digga. Weiter, 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 weiter. Okay. Also müssen wir das drehen. Oh, der Kran hat den Kristall bewegt. Mhm. So könnten wir dem Bot vielleicht einen Schritt näher kommen. Da, da, da. So. Sehr gut. Alles klar. Sam, immer auf der Suche nach sich selbst. Danke. Bald können wir die Nachricht entschlüsseln. Das waren alle. Danke. Komm zurück zur Messstation. Bin schon unterwegs. Sehen, was die kleinen Bots von drüben abgefangen haben. Warnung. Gefährliche Lebensform entdeckt. Was? Sicherheitsabriegelung der Anlage eingeleitet. Keine Angst. Keine Angst. Ich habe das Sicherheitssystem programmiert. Gut zu wissen. Was geht? Position unbekannt. Informen unbekannt. Protokoll vernichten. Ein Geschenk von meiner Dimension an deine. Und jetzt mache ich Altmetall draus. Oh. Holy shit, man. Aber richtiger Eingriff. Digga, was ist denn jetzt? Hallo? Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Müssen wir die anderen Waffen hier ein bisschen mit hochziehen.
Schaffe Widerstand nicht, Lombax. Ist mir doch scheißegal. Wow. Ich wollte gerade sagen, Alter, was geht hier ab? Todesstrahl aktiviert. Scheiß Todesstrahl kannst du ja sonst wohin stecken. Da, 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 da. Level up. Alles klar, Digga. Alles klar. Okay, aber bevor wir das machen, holen wir uns noch das Rüstungsteil. Und zwar müsst ihr da hierfür hier lang gehen. Ich zeige es dir nochmal auf der Map, da wo diese kleinen Inseln hier sind. Müssen, dass etwas schief läuft. Der Dimensionator war einfach viel zu mächtig, um groß vorgeführt zu werden. Bam! And here we go. Pretty easy, was sagt ihr? Und welches Piece ist das? Das sind die Stiefel und zwar Q-Force. Alles klar, Digga. Bescheid, hier noch Raritanium. Nicht vergessen, Freunde. Ja, schon mal schon. Okay. Ich glaube, zurück kann man nur hier lang. Ich glaube, wir müssen... Oh, scheiß drauf, wird schon funktionieren. Nicht zu Hause nachmachen. Okay, weird. Keep... Oh, Digga, wieso, Digga? Richtiger Otto-Schmutz. Hupf doch jetzt da hoch. Das muss ich, das ist so das einzige Manko, was ich bei dem Spiel finde. Die Steuerung manchmal in gewissen Situationen echt richtiger Müll. So, take this, we take that. Wollen wir beste Freunde sein? Sicher? Oh, das sieht nicht gut aus. Diese Dimensionsanomalie. Das ist schon wieder so eine scheiß Anomalie, Digga. Auf die hab ich ja mal gar keinen Bock. Gut, das heißt, du kommst damit klar. Also diese Anomalien-Scheiße, die hätten sie wirklich aus dem Game rauslassen können. Das ist richtiger Schmutz. Also nochmal hier zu euch zur Info, wir haben alles gesammelt. Spyboard einmal, dreimal Golden Boot, zweimal Rüstungsteile. Und jetzt geht es eigentlich nur noch um Story dieses Levels beenden. So, rein da, Schmutz. Gott, ich hasse das. Das sag's euch. Ich habe Ratchet gesehen, auf Savali. Wirklich? Wie geht es ihm? Gut, dünner als ich dachte, aber insgesamt heldenhaft. Doch, ich schweife ab. Deine Möglichkeiten warten darauf, dass du sie zum Leben... Oh ja, ich, also heute bin ich auch, spiel ich auch Champions League, du. So viel Wind nicht dadurch. Gibt es eine Möglichkeit, sie zu... Ah, das ist eine schwere Kugel. Sie beschwert jedes Objekt, das sie berührt. Ja, ja, das ist klar, Digga. Komm, schmeiß das Ding da rein, Digga. Dann bleiben nämlich die und latschen durch den Wind durch. Ich glaube, das war noch nicht so richtig. Hätte die schwere Kugel erstmal hier benutzen müssen, damit das Ding runterkommt. Dann kann ich mir das holen. Er ist dein Vater? Was macht er jetzt? Er macht zum ersten Mal überhaupt Urlaub. Jetzt habe ich das Sagen und ich gebe mein Bestes. Aber es ist viel Verantwortung, selbst wenn das Universum nicht in Gefahr ist. So, dann graben wir uns. Hey, gerade mache ich ein bisschen Sachen falsch. So, wir müssen das Ding hier nehmen. Blockiert. Bestimmt kann mir die Säge weiterhelfen. Ja, ist ja schon passiert. Oh, Alter, also heute, ne? Also Bruder, heute spiele ich mal so richtig scheiße. Wie kamst du zu dem Titel Prophet? Ja, der stammt nicht von mir. Die Savali-Mönche. Ja, muss ich da jetzt draufsteigen oder nicht? Ihnen bei ein paar Archiventschlüsselungen geholfen haben. Was bedeutet das? Okay. Nur eine Menge zeigen und Dinge sagen wie: Das ist ein Blag-Telefonbuch.
Das ist ein Kirchhoff-Zahn, ein terraklonisches Liebesgedicht. Okay, das sollte ausreichen. Oh Mann, ich muss das aufschauen. Sorry Leute, schwere Geburt, richtig dumm angestellt. Sein Urgroßvater. Jetzt können wir uns jetzt Schnellport machen. Sehr nice. So, das war 1 von 3. Ja, genau, richtig gehört. 1 von 3. Kurz. Okay, hat mein Hirn gehackt und meine Erinnerungen gesehen. Das macht also die Jugend von heute? Ich kenne mich da echt nicht mehr aus. Ui, also gehen wir mal hier rüber. Ratchet und Rivet sind dimensionale Gegenstücke. Und dennoch erstaunlich verschieden. Ratchet misstraute Roboter nicht, als er mich traf. Doch Rivet schon. Vielleicht ist eure Dimension die Ausnahme. Vielleicht mögen alle anderen Ratchets in ihren Dimensionen auch keine Roboter. So, dann haben wir hier rüber. Rivet ist die Sache ziemlich schwer. Ich hoffe, ich störe dein Vorankommen nicht. Aber ich glaube, du kannst noch mehr Kugeln. Ja. Wo geht die nochmal? Take that one. Meine Möglichkeiten sind eine Darstellung meines Geistes, der versucht, die Dimensionalität zu verstehen. Und je mehr ich ihnen helfe, ihren Weg zu finden, desto mehr verstehe ich und so, wir holen uns die. Alles. Und dann können wir jetzt das machen. Wow, die habe ich vergessen. Richtiger Otto. Wenn ich sie nur irgendwie absenken könnte. Hör mal, ja. Wir haben bloß das da vergessen. Ja, warte mal. Wo habe ich denn jetzt die schwere Kugel hin? Ist lost? Hey, wo ist denn jetzt die schwere Kugel? Ah, da. Da ist sie. Diggi. Hui. Ja, genau, Digga. Sehr schön. 2 von 3, wie ihr seht, das ist hier so meine Königsdisziplin. Hasst den Scheiß hier. Gibt es irgendetwas an Ratchet und Rivet, das gleich ist? Sie handeln beide sehr schnell. Anders als ich. Ich halte mich immer mit Einzelheiten auf. Und du wünschst dir, das zu ändern. Nicht immer. Ja, das macht keinen Sinn. Aber es wäre schön, sich nicht so viel sorgen zu müssen. Right. Einmal da uns die holen. Sich leichter an als Luft. Ich bin so schlecht. So. Ah, Clank! Ich weiß, wie ich dir bei deinem mit Einzelheiten aufhalten Problem helfen kann. Du musst nur zuversichtlich sein. Was meinst du? Eine Sache habe ich von meinem Vater gelernt. Für Erfolg im Leben musst du dich nur benehmen, als wüsstest du genau, was du tust. Und hab immer einen Pömpel dabei. Keine Ahnung mehr. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich jetzt zu tun habe, Digga. Warte mal kurz. Ich glaube, that is not the idea, oder? Alter, ich stehe jetzt komplett auf dem Schlauch, Digga. Gib mir mal die rote.
Kommen die dann rüber? Okay, sie kommen rüber. Dann kommen sie da lang. Okay, alles klar, ich hab's gecheckt. Okay, sorry Leute, aber ich hab gerade ein bisschen blöd angestellt. Die Blizzard-Anomalie wurde behoben. Tolle Arbeit, Clank. Vielen Dank. Yay, wir haben es geschafft. Dank Gott sei Dank. Dir. Richtiger Otto-Level. Gott sei Dank ist das geschafft. So, Rohrverstopfung aufgelöst. Kümmern wir uns um die Verstopfung. Ist doch schon, schau. Also wir können das jetzt machen. Ich habe unsere schlauesten Köpfe zum Rohr geschickt und sie sitzen fest. Ja, Ehrenmänner. So. Geschafft! Die Hydraulik funktioniert wieder. Auf Ehre. Jetzt müssten wir den Aufzug nutzen können. Bohren wir endlich nach Phasenquarz. Zeit für den Endspurt, meine Freunde. Wie gesagt, gewunden haben wir schon alles. Wir begeben uns direkt zum Ende des Levels. Fast da. Bohrer benutzen, Phasenquarz bergen, Dimensionator reparieren. Genau so wäre es halt optimal. Das zu sagen. Danke. Werd jetzt nicht rührselig, Bolts. Wir sind noch nicht fertig. Sieh an, die Männergang ist zurück. Ach, die wollen auch nochmal aufs Maul. Ist ja gar kein Stress, Digga. Was für eine Männergang? Sind doch eher Krokodile oder so Scheiß. Jetzt stirb halt, Digga. Wir wissen noch immer nicht, was mit dem Blizzard in deiner Dimension passiert ist. Wir erfahren es bald. CB Rowling. Wow, Digga. Der war jetzt selber hochgesprungen. Wir machen mal nach links. Doch. The other dimension. Oh, jetzt wird's tricky. Wow. Richtig nice. Bam, Junge. Ich würde sagen, wir gehen hier rüber. Ich glaube, das führt uns nur in den Kreis. Also wir müssen eigentlich nach links. Or maybe not. Okay, cool, cool, cool. Yeah, we jump and we jump and there it is. Schon immer ein Bohrer bedienen, der 100-mal größer ist als ich. Wirklich? Das ist sehr spezifisch. Spezifische Ziele sind erreichbar. Ah ja, das merke ich mir. Zieh mal hier durch. Und bohren. Tolle Neuigkeiten. Ich habe die Nachricht entschlüsselt. Hör zu. Hör zu. Nicht den Bohrer einschalten. Ups. Spalten haben ihn beschädigt. Der Bohrer hat unser Blizzard zerstört. Was? Wir haben ihn gerade eingeschaltet. Entdeckung! Abregelung aktiviert. Vielleicht klappt eine Fernabschaltung. Der elende Bohrer! Alter, hat er mir eine geschossen. Meine Meinung geändert. Ein bisschen Partytime. Muss sein. Das geht noch weiter.
müssen schnell in die andere Dimension zurück. So, macht doch gerade Spaß. Also ich könnte jetzt auch einfach abhauen, ne? Aber die Waffen leveln sich nicht von selbst. Die Party auch noch weiter. Alles klar, alles klar. Alter, was für eine Granate, Digga. So, jetzt schießen wir erstmal den Dulli da runter. Das war so klar, Digga. Wie gewonnen, so zerronnen. Oh nein. Tja, vielleicht ist es nicht so schlimm, wie es. Ich weiß, das klingt jetzt total verrückt, aber die Mords haben mir immer Legenden von jemandem auf Torin 4 erzählt. Dem Flicker. Wenn's kaputt ist, der Flicker kann's flicken. Dann schlage ich vor, wir finden heraus, ob die Legenden wahr sind. Auf Ehre. Unglaublich, wir haben Blizzard gerettet. Wie wär's, wenn wir das Phasenquarz reparieren und das Universum retten? Okay, Bolts, suchen wir den Flicker. So. Das war's erstmal. Aber wir schauen noch, wir gehen noch nach... Übertragung. Hört ihr das? Genau so klingt es, wenn ich Lügen zerstöre. Dreckige, üble Lügen. Sie sagen, diese Dimension ist instabil. Wir werden in eine formlose Leere gesaugt. Falsch. Und wer was anderes glaubt, dem befehle ich, seine Augen in die Verbrennungsanlage zu werfen, weil sie offensichtlich nicht funktioniert. Noch wichtiger, die Lombax-Vandalen sind nicht entkommen. Die hätten sie. Wenn ich sie noch nicht mal geschnappt hatte! Ihr Spackköpfe! Hier! Ihr wollt die Wahrheit. Mein Lombax-Kopfgeld beträgt jetzt 27... Squint-Chillionen Nefari-Taler. Seht es euch an. Was sind Squint-Chillionen? So real, so absolut nicht gefällt. Und es gehört alles euch, wenn ihr diese blöden Lombaxe fangt. Offenbar will Dr. Nefarius uns um jeden Preis schnappen. Wir müssen weitermachen. Ich hoffe, der Flicker ist bereit, Phasenquarz zu reparieren. Na, dann machen wir uns mal auf zum Kollegen. Wunderschön. Wenigstens wird das hier eine unkomplizierte Mission. Ich kenne ja deine Dimension nicht, aber hier läuft nie irgendwas nach Plan. Improvisieren lernt man hier lieber ganz schnell. Ich besitze auch Improvisationstalent. Tja, kann kaum erwarten, das zu sehen.
reparieren wir das Phasenquarz. Hoffentlich ist der Flicker so gut, wie die Mords behaupten. Ja, hoffe ich auch. So Leute, das war's mit Blizzard Prime. Wir sind jetzt auf Torrent 4 und ich sag danke fürs Reinschauen in diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, Like, Comment, Abo dalassen, wie auch immer. Ich freue mich über den Support. Ich wünsche euch was. Haut rein, bis zum nächsten Mal.